Alter, ist gut jetzt. Alter, ich bin gerade fast auf den Backen geflogen vor Schreck. War hier am Laufen, plötzlich geht das Ding einfach an und ich fliege fast auf den Backen, weil ich so einen Schreck gekriegt habe. Naja, egal. Moin, Freunde, und willkommen bei Max Beach Talk Community. So, wir haben natürlich wieder ein Fanpaket am Start. Was denn sonst? Ne? Von Werner. Werner hat mir die bescheidene Kiste hier zugeschickt. Also, bescheiden geile Kiste. Ja, und ich habe die oben ein bisschen aufgeschnippelt und habe mir gedacht, komm, wir gucken jetzt mal eben rein, was er für uns hat. Ne? Komm, wir schauen mal. So original, so wie ihr es eingepackt habt. Ich habe da nicht dran rumgefuscht. Der muss jetzt bald mal an der Gurke rein. Ist mir gerade so aufgefallen. Egal. So. Darfst den vorlesen? Geht klar, Werner, wird gemacht. Mit Vergnügen. Erstmal habe ich das Ding umgedreht, weil Ben hat seine Adresse draufgeschrieben. Deswegen habe ich ein bisschen aufgepasst. Ein Glück! So, also von Verena und Werner Jepp. Weiß Bescheid. Grüße gehen raus, ne? Und wir haben am 28.07. geschrieben und wir haben heute den 1.08. Also 3 Tage her. Also damit war ich fix. Hallo Hanno, hallo Tine, hallo Max. Darfst den Brief vorlesen, wenn du willst. Ihr Lieben, endlich habt ihr das Fanpaket bekommen. Es ist für jeden von euch etwas dabei. Sorry, Alter, dass ich alleine bin, ne? Aber habe ich natürlich nicht gewusst. Aber ich ziehe jetzt durch. Soll's. In der Base Lab oder Cap liegt etwas Spezielles für Hanna. Vorsicht, zerbrechlich. Die Base Cap ist Flaschen. Euch dran alles Gute. Und noch einmal danke für die tollen Videos. Liebe Grüße, Verena und Werner Jepp. Gut. Ist ja Bescheid. Ich wollte ja nicht spoilern. Da ist einfach eine Mütze drin, da soll etwas Besonderes drin liegen. Die Mütze soll auch besonders sein. Bin schon gespannt. Komm, wir gucken uns mal rein. Hier ist die Gedingsen. Gesichtsschutz. Ja! Es fängt schon geil an. Definitiv. Die guten Powergrab-Dinger, die Handschuhe sind astrein. Ich habe einige Handschuhe da, tatsächlich auf Lager, weil der ist direkt, das ist ja der meiner Welt. Ich habe ein paar Handschuhe, aber ich habe nicht solche dünnen, die sind super. Dann kann man wieder Handschuhe anziehen. Rufen kriegt ihr auch immer. Ja, für Gartenarbeit ist hier gut. Oh, ein Vitamalzen. Ich habe mir rein Energy aufgemacht. Ich habe aber vorher gewusst, hätte ich natürlich der Vitamalz genommen. Ne? Ah, was ist das für eine Mütze? Tux, ich stehe drauf. Also ich auf der Arbeit gerne mal. Dann haben wir hier nochmal Haribo Goldbeeren Saft. Die guten. Dann haben wir Kinderjoys für Hanna. Und wir haben hier etwas Verbrechliches drin, für es gucken können. Nur für Hanna, okay. Das ist eine Tasse. Mit dir ist alles schön. Die Schäfchentasse, weißt Bescheid. Kommt mir mal da rein, aber die müsste eigentlich ausgefüllt sein, oder? Du, wie gesagt, sorry ihr beiden, ne? Aber ich gebe es halt weiter, ne? Ich lege das wieder rein. Müssen wir uns die Mütze angucken, weil die Mütze sieht ja ziemlich gut aus. Die Mütze ist ja total geil. Der Safety-Jogger, Patrick. Das ist ja geil. Da kannst du, wenn man so unterwegs bist, mal eine Buddel mit aufmachen. Aber die Mütze, die ist echt sexy. Ich habe nur so eine Mütze gesehen, Alter. Die, wahrscheinlich hast du die auch gesehen, hast gedacht, das ist die perfekte Gurkenmütze. Aber die ist praktisch. Aber Patrick, wer ist denn Patrick? Bin ich Patrick? Aber trotzdem ist sie cool. Ist da eine Anleitung dran? Ist da Schuhe? Voll geil! Hab ich noch nie gesehen. Halt dir auf jeden Fall in Ehren, Alter. Definitiv. So, machen wir weiter. Hannas. Tasse ein bisschen retten. Die Kinderjoys werden wahrscheinlich sogar noch die meine Frau noch essen, so wie ich sie kenne, weil die Kinderjoys sind ihre kleine Schwäche bei ihr. Komm, fangen wir denn an? Fangen wir bitte an. Wir haben am Start weiße Schokolade. Ne, Vollmilchschokolade in gut. Das ist die Prinzessin-Schokolade. Steht wenigstens drauf. Dann haben wir weiße Lions. Ganz gut, weil die weiße Schokolade macht hier nämlich nicht. Da ist nämlich mein Bauch gleich wieder im Spiel. Ist so. Da gucken wir gleich rein. Dann machen wir mal hier. Krass. Eine Tasse.
Eine Tasse, was ist da drauf? Scan-Dekor GmbH. Okay. Ich glaube, die haben das wahrscheinlich hergestellt. War Panther? Guck mal, was noch kommt. Wir schauen mal weiter. Guck mal, was noch so. Das könnten personalisierte Tassen sein, eventuell. Das andere war Werbung für den Hersteller wahrscheinlich. Gucken wir mal. Bin gespannt. Ach, nee, die Firma heißt ja was so. Scan-Dekor GmbH in Lang. Okay. Das ist alles Scan-Dekor. Ziemlich cool. Weil die kann ich mir in der Halle hinpacken als hier als Kaffeetassen. Weil im Winter wird viel Kaffee gesoffen hier. Noch mal so eine. Ich will kurz gucken, ob noch irgendwas entgeht. Hier noch. Noch mal so eine. Aber tassentechnisch sind wir gut beraten. Die wäre für eine Rotop geil gewesen. Ach, komm her, die letzte muss auch noch. Da ist die letzte. Sehr gut. Kommen wir mal in die Küche. Weil zu Hause brauchen wir nicht. Zu Hause haben wir mehr als genug Tassen. Hier in der Halle, ihr wisst selber, wie das ist. So, was haben wir denn noch hier drin? Hier ist noch so eine Rolle. Das ist schwer da drin. Oh, dann müssen wir erstmal wieder sich beruhigen lassen. Sonst ist es beim nächsten Mal nicht mehr so spaßig, das zu trinken. Oh, der Gute. Oh, der Doppelsug, der Dreifach-Gute. Sollen wir das hier wegpacken? Ordnung muss sein. Wir haben am Start Hochleistungs-Haftschmierspray. Für Fahrradketten ist das ganz geil. Dann haben wir am Start Zink Repair Premium Spray. Zink Spray, ne? Und wir haben am Start mein Nummer 1, mein Only Favorite, was ich immer brauche, wenn meine ganzen Kisten alle irgendwie sau. Bremsenreiniger in der großen Dose. So, ich muss wirklich sagen, großes Dankeschön. Die packe ich mir schon beiseite, weil die werde ich mir am Montag mit zur Arbeit gleich beschlagen haben. Ihr beiden, Dankeschön. Wird wie gesagt in Ehren gehalten und hier die Tasse werde ich so schnell wie es geht weiterreichen. Kommt gleich mal nach Hause nehmen, Kiste. Dann kommen die auf jeden Fall auch bei Hanna an. Die Eier nehme ich auch noch mit, weil ich schätze mal, die kommen auch bei Hanna an. Der Martine wenigstens. Einen von beiden. So. Gut, dann bis zum nächsten Mal und großes Dankeschön an euch alle. Ne? An die beiden, an jeden eigentlich. Dass ihr halt da seid und euch die Scheiße anguckt, den ich anstelle. Munter!